Hallo liebe YouTuber, hier ist wieder Kelnix mit einem neuen Hearthstone wieder für euch. Und zwar habe ich mir heute etwas Neues überlegt. Und zwar eine Serie, die heißt Wie gut ist das Deckbuilding? Und wir haben ja schon in den letzten Videos uns mal hier ein paar Decks bauen lassen. Den will ich noch einen draufsetzen. Wir haben ja gesehen, es gibt für jede Klasse, jetzt nehmen wir zum Beispiel Priester, gibt es ja hier vorgeschlagene Decks, Meisterschatten, klassischer Priester und Drachenboot. Mein Ziel ist es, jedes vorgeschlagene Deck zu spielen, im gewerteten Modus und einmal zu gewinnen. Und das kann halt relativ lange dauern. Ich hoffe, dass ich in jedes Video eine Klasse genau reinkriege. Ich darf maximal 3 Karten austauschen. Wenn ich sage, die Karten können absolut nicht da rein, dann nimmt man lieber die. So gesehen, ein bisschen habe ich dort noch einen Handicap-Modus, der ist vereinfacht für mich reingebaut. Und ich bin mal gespannt wirklich, ob wir es hinkriegen. Wir nehmen hier den klassischen Krieger. Den wählen wir mal. Guck mal, was hier alles drin ist. Es ist auf alle Fälle schon mal sehr, sehr interessant zu sehen, was die für Karten drin haben. Schildblock, Akolyt, Blutelfen, ein Turm der Borgen. Es ist eine Art... Ach, der grüne Neune. Ob es damals einen Sieg zu schaffen ist, ist relativ schwer. Ich habe es jetzt mal gesehen. Nur im Raid stecken gewisse Art und Weise. Die Kampfeswut, da kann man fast schon 2 von nehmen. Ich würde doch definitiv den Arkanitschnitt herausnehmen und zwar mit Biss des Todes reinnehmen. Das als erste Überlegung. Kann man damit gewinnen? Es hat auf alle Fälle was, das Deck, muss ich ja zugeben. Ich denke, das fehlt der Card Draw. Ich würde gerne noch eine Campus Food, wenn mehr drin haben, wenn wir das Deck wirklich so probieren. Es hat auf alle Fälle einen aggressiven Touch, den sollten wir dann also auch beibehalten. Vielleicht nochmal sogar Toben nehmen. Wir nehmen mal hier die zweite Campus Food rein. Und was nehmen wir dafür raus? Zuchtmeister sollten wir drin lassen. Schildblock, würde ich sagen, kann einer raus, denn wir sind die Aggressiven. Das sind meine 3 Karten, die ich beim klassischen Krieger austauschen werde. Und dann schauen wir mal im gewerteten Modus, wie sich der klassische Krieger gibt. Ob man damit eine Chance hat. Auch wenn er jetzt nicht so klassisch ist, also es ist für mich ein aggressiver Krieger, so eine Art, ja, grimmiger Gastkrieger. Den kennt vielleicht der ein oder andere von euch. War ja relativ populär, das Deck, bis es genervt wurde. Ist jetzt so ein Enrage-Deck irgendwie. Kann auf alle Fälle funktionieren. Man braucht aber eine sehr, sehr gute Starthand und ich weiß nicht, wie die aussieht bei dem Deck. Wir spielen scheinbar auch gegen den aggressiven goldenen Schaman auf Rang 17. Folgekriegsakt ist gut, werden wir auf alle Fälle behalten. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwie ein paar Antworten kriegen. Innere Wut und Grommash ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Starthand, hätte ich lieber den anderen Two-Drop behalten. Aber ja, Grommash wird der Finisher sein in diesem Deck. 2 Folgekriegsechse ist wunderbar. Ich denke, ich werde nicht die Angst haben, Runde 2 einfach blank eine Folgekriegsakt zu spielen. Einfach fürs Mana ist es besser, anstatt der Heldenfähigkeit. Vielleicht ziehen wir einen guten 3-Drop, den wir spielen wollen. Und darauf sollte man vorbereitet sein. Er spielt nichts. Oh, ja, wir wollen definitiv den 3-Drop spielen. Wir equippen hier die Waffe und sind fertig. Turm der Borgen mit innerer Wut kann eine Menge Damage sein. Das sind 12 Damage, wenn wir die Combo durchziehen. Damit wird auch nicht rechnen. Lustig wäre es, wenn wir Ansturm drin hätten. Oh, nur Totem. Okay. Spott-Totem, das wollen wir auf alle Fälle töten. Wir greifen mal an und spielen den Borgen anstatt Akolyt. Wir probieren es gleich mal ein auf aggressiv zu machen. Mal gucken, ob er hier einen Removal hat. Ist sehr wahrscheinlich mit 3 Damage. Aber das wäre das gleiche Problem, wenn wir den Akolyt gespielt hätten. Es ist ein Mech-Schamane. Oh je. Ich glaube, da haben wir ein echt schlechtes Matchup gegen. Gnomische Erfinder, definitiv hier ganz praktisch, sollte nicht sofort sterben gegen was auch immer er spielt und nicht gegen seine Waffe vor allen Dingen. Aber hier ist sehr wahrscheinlich, dass ein Schredder kommt und er uns ins Gesicht angreift mit der Waffe. Wäre dann ein 6-5 Schredder, das echt erschreckend wäre. Aber sieht doch, als hätte er keinen. Hey, das sind gute Nachrichten. Und da scheinen wir immer noch nichts. Umso besser. Hier können wir eine coole Kombo machen, indem wir Akolyt plus den Zuchtmeister verwenden. Mal gucken, was ziehen wir für eine Karte. Biss des Todes. Denken wir noch, ist es zu früh mit der Waffe anzugreifen. Wir haben ja momentan noch ein kleines Board, wo wir wahrscheinlich mit 3 Damage ausreichend traden können sollten. Traden können sollten, das klingt so komisch. Aber ja. Fugen, das heißt Reno? Ernsthaft, ein Reno-Deck? Könnte es sein.
Wir wollen Karten ziehen. Erlaubt uns ja auch sehr gute Trades. Und ich würde sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir mit der Waffe angreifen werden. Und dann noch den Anmani-Berserker rausspielen. Wir haben eine Menge Burst-Damage in der Hand, also wenn unser Gegner nicht aufpasst, können wir ihn mit Glück finishen. Und mit Grummish plus Biss des Todes haben wir eine 14-Damage-Kombo. Das heißt, wir müssen nur noch 8 Schaden zufügen. Selbst wenn er hier einen Hex hat, sollten wir es hinkriegen. Lava-Eruption, okay. Lockt auf alle Fälle 2 Mana-Kristalle, was gut ist. Er wird hier wahrscheinlich, ja. Leider Gottes, das zu 3-4 machen. Aber es ist nicht schlimm. Wir nehmen hier den Biss des Todes und spielen noch einen Akolyten. Nächstes Mal haben wir dann 3 plus 4 plus 10 macht 17 Schaden. 3 Schaden sind wir off vom Kill. Also müssen wir aufpassen. Aber es scheint irgendwie ein Reno-Schaman zu sein. Sehr interessant. Mit komischen Karten allerdings. Blitzschlag, gut, ziehen wir eine Karte für. Innere Wut, wow. Das gibt uns nochmal einen guten Damage-Boost. Lavaschock ist perfekt, weil er hat noch von letzter Runde gelockte und eben den einen für nächste. Außer wenn er jetzt nichts mehr hat. Hat er scheinbar nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen mit der Waffe ins Gesicht. So wird er keine Angst vor Grummish haben. Dann gehen wir hier mit ins Gesicht. Und hoffen mal, dass es so hinhaut. Grummish alleine sind 12 Damage mit innerer Wut. Und die Waffe haben wir dann quasi, um noch einen Totem zu zerstören. Könnte sein, dass wir hier den goldenen Schaman besiegen. Mit einem Standard-Deck. Wäre lustig. Dem Standardkrieger, wie es so schön heißt. First Try wäre ein Idealfall. Bin ja schon, wie lange die anderen Decks brauchen. Das ist absolut in Ordnung. Bitte kein... Oh, das war's. Und wir haben tatsächlich einen Sieg mit dem Standardkrieger bekommen. Und haben sogar noch 3 Overkill hätten wir machen können. Aber so ist es ein glatter Kill. Man sieht, die Decks sind gar nicht mal so schlecht gebaut. Also das ist mein erster Eindruck. War da vielleicht falsch? Und es war auch mein erster Sieg überhaupt in dieser Saison. Ich bin so stolz auf mich. Das ist vielleicht der Vorteil, wir sind noch Rang 18. Also super schwere Gegner werden wir hoffentlich nicht bekommen. Entfesselte Wut. Noch mehr Enrage scheinbar. Mit dem grimmigen Gas, Grummish, Arcanid-Schlitter. Wir wählen es erst schon. Gucken dann durch. Surfen die Mörgelten. Haben die da reingepackt. Interessant. Zerschmettern Zuchtmeister. Das ist etwas... Das ist das alte grimmige Gastdeck. Da muss der Arcanid-Schnitter definitiv schon mal raus. Das wissen wir alle. Und was dafür reinkommt, sollten wir auch wissen. Warum auch immer die den Biss des Todes nicht nehmen. Surfen, nee, was würde der in diesem Deck bringen? Und was bringt Schildschlag? Schildschlag kann definitiv raus. Passt. Okay. Auch okay. Auch okay, auch okay. Schildblock ist wahrscheinlich Overkill. Dafür können wir einen fiesen Zuchtmeister mehr reinnehmen. Dann haben wir Surfen, nee, drin. Weiß ich ja nicht. Wir werden es mal mit Surfing auf alle Fälle probieren. Nehmen mal hier... Was nehmen wir denn raus? Rüstungs... Ne, nicht Rüstungsschmied, Schildblock, verdammt. Und nehmen wir mal gerade den raus, nur um den nicht golden zu machen. Das zählt jetzt quasi nicht als rausgenommene Karte, sondern einfach, damit ich die Deckliste später besser einbringen kann. Da war die Rüstungsschmied in Summen. Wundervoll. Entfesselte Wutkrieger. Spielen wir den auch mal. Mal gucken, was da entfesselte Wutkrieger... Da haben wir ihn. Uns für ein Glück beschert, ob wir wieder so eine gute Starthand haben. Und so einen Gegner, der eigentlich nicht viel gemacht hat, müssen wir auch mal ehrlich sein. Großartiger Kampf war es jetzt nicht, aber Sieg ist Sieg. Und es gibt noch ein bisschen Gold, weil ich habe jetzt den Arena-Lauf abgeschlossen, war ja relativ erfolgreich. Und ich spare ja auch schon an für die neuen Karten packen. Allerdings werde ich die meisten wahrscheinlich mit Arena machen, deswegen habe ich auch schon viel Staub angespart. Ich denke, das haben viele von euch auch für die neue Erweiterung. Da bin ich ja mal gespannt. Gegen einen Mage. Tempo-Mage, Mech-Mage, irgendwas in der Richtung. Denke ich, ist zu erwarten. Bleibt man den Akolyt und Biss des Todes. Ist ein sehr greedy Keep, aber kann erfolgreich sein. Schildblock allerdings jetzt nicht die perfekte Karte.
Und wenn den Akolyten erstehen, wenn wir wissen, dass Biss des Todes verwendet werden wird. Oh komm, Sir Finley. Schauen wir mal, was wir bekommen. Heal? Verstärkung? Totem? Ich nehme mal Totems. Wir werden ein Totemkrieger. Ich glaube, der Heal wäre wahrscheinlich der bessere Pick gewesen. Aber es wird auf alle Fälle so lustiger. Tempomage, so wie es aussieht. Grimmigen Gast hätten wir auch gezogen. Wir spielen hier mal das Totem. Und gehen ins Gesicht. Das würde ihn zum Pink zwingen. Ist gar nicht mal so schlecht. Wenn nicht, haben wir einen Gratis-Trade. Nein, er nutzt den Ping. Vielleicht wir jetzt auch einfach blank den Akolyten sagen, ein Draw reicht, dass wir quasi mit dem Grimmigen Gast versuchen, mit Biss des Todes genügend zu bekommen. Ich denke, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Haben wir nächste Runde Biss des Todes, Schreckenskorsar. Und danach geht es dann die Kombo los mit Grimmiger Gast, Kampfeswut, Karten ziehen, bis wir umfallen. Und dann wird es amüsant werden. Grim Patron, glaube ich, heißt auch auf Englisch. Habe ich nie gespielt, das Deck, also bitte seid mir nicht zu böse, wenn ich das Deck nicht perfekt spiele. Aber man lernt halt nie aus. So, hast einen Frostblitz dafür. Würde deine 3 einschützen. Ja, geht auf alle Fälle ins Gesicht. Wenn nicht spielt, bin ich am überlegen, ob ich die Waffe für die Kreatur einfach verwende. Ping ins Gesicht, okay. Aber ja, wobei, das würde den Schreckenskorsar etwas abschwächen. Oh, und wer macht die innere Wut dafür? Oh Gott, das wird böse. Nein, wir greifen es so an. Dann können wir noch unseren Schreckenskorsar gratis dazu spielen. Und das finde ich jetzt doch erst dann gefährlich. Wenn er keinen Flammenstoß hat, wovon ich eigentlich ausgehe, dass er ihn leider hat, können wir ihn hier zu Tode comboen. Aber mit der Kampfeswut haben wir dann auch die Redraw-Möglichkeit. So, wir werden nicht an Kartentod sterben. Was schon mal erfreulich ist. So, egal was er hier hat, wir haben eigentlich die Antwort. Hoffentlich. Noch bin ich mir nicht ganz so sicher. Er überlegt lange. Aber es ist eigentlich hier ein typischer Reno Warrior mit ein bisschen schlechteren Karten, muss man ja zugeben. Also ganz perfekt ist er nicht, aber der grimmige Gastkrieger kann immer noch funktionieren. Zwar nicht mit dem Burst, aber er kann in einem Kontroll-Style gespielt werden. Ja, wenn das eine Spielgestalt ist, bin ich einverstanden mit. Dann können wir den grimmigen Gast einfach von ihm töten. Schauen wir doch mal. Keine Spielgestalt, gut. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem ins Gesicht. Füllt unser Board gut ab. Und zweimal Kampfeswut. So können wir nächste Runde dann massiv drawen. Jetzt braucht er erst eine Antwort. Er hat nicht die Münze, das heißt, Flammenstoß ist noch nicht eine Möglichkeit. Bin ich aber gespannt, was unser lieber Gegner hier macht. Und wir haben eine Menge Damage auf dem Board. Wir sind es denn 18. Wenn er nichts pingt. 13. Gut. Immer noch 13 Damage. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, was er hier macht. Und wieder mit dem Redraw, das wird noch ganz amüsant werden. Vielleicht ziehen wir sogar einen Wirbelwind und dann, ja, geht die Party ab. Weil wie viel Karten wir dann ziehen könnten, will ich gar nicht wissen. Wir können hier so eh schon 4 pro Dings ziehen. Die Frage ist, wollen wir das überhaupt? Wollen wir so viel Karten ziehen? Ich denke, 3 wäre gut genug, weil wir können jetzt einmal 4 ziehen. Wir ziehen einmal 4. Da ist ja noch nicht voll genug und da seht ihr schon den Grund. Yep, es wird hier schrecklich voll werden. Ja, dupliziert den. Das heißt, es ist... Was ist es für ein Krieger? Für einen Totem, vielleicht einen Heiltotem. Nö, 1-1 Totem. Wir greifen einmal ins Gesicht an, falls er einen Flammenstoß hier hat. Oder müssen wir eine Karte spielen? 5, 9. Wir nehmen 9 Karten, passt perfekt. Und so gesehen muss er erst hier die Antwort haben. Er hat auch viele Karten, 10, aber wir haben noch ein volles Board dazu. Er braucht hier den Flammenstoß definitiv. Top deckt ihn natürlich. Aber deswegen haben wir nicht mehr gespielt.
Ja, natürlich. Jetzt overdrawen wir eine. Tschüss, Grommash. Dich brauchen wir hoffentlich eh nicht. Denn so wie es aussieht, können wir in nächste Runde finishen. Mit den beiden. Aber Grommash weg ist natürlich. Sowas kann nur mir passieren. Aber es wäre doch mal amüsant, wenn wir hier gewinnen. Und noch sieht es gut aus. Nur unser Finisher ist weg. Das heißt, wenn er ein Reno-Deck ist und jetzt Reno rausknallt, könnte es schwer werden. Das muss ich ja mal ehrlich sagen. Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten. Und bitte gib mir jetzt nicht 100 Karten. Nein, nein. Verdammt, wir werden Karten kriegen. Und wieder overdrawn, aber hey. Noch overdrawn wir gar nicht. Noch einmal den Kill. Mit Unter-Kombo. Das wäre mal toll, wenn wir hier 3-0 mit dem Krieger gehen. Ich glaube, das letzte Deck war das Reno-Deck, was am besten funktionieren sollte. Vor allem, wenn ich da drei Karten austauschen kann, dann wird es noch spaßiger. Und auch hier wieder die falsche Reihenfolge. Ich hätte erst den Mana-Wurm spielen sollen. Gesicht-Ping heißt, wir haben gewonnen. Wundervoll. 3-0. Was will man mehr? Oh, wir können sogar noch hier BM-Moves machen, ohne Ende. Karten ziehen, yay! So, und da ist schon, ja, 2-0 mit dem Krieger. Also, sie haben sich wirklich Mühe gegeben bei den Deckideen. Haben halt viele Standard-Decks genommen, wie man sie jetzt aus der Ladder kennt. Und dann wahrscheinlich ein bisschen vereinfacht, dass man nicht allzu teuer kann. Dass sie halt wirklich erschwinglich sind. Man sieht, kaum legendäre, kaum Epic-Karten waren bisher drin. Also, die Dust-Kosten für diese Decks sind nicht so teuer. Und sie sind halt wirklich erschwinglich. Also, man kann sie bauen. Wir nehmen hier das letzte Krieger-Deck. Das Reno-Jackson-Deck. Und schauen wir hier wirklich rein. Wir wählen es erstmal aus. Hinrichten. Wind, Schildschlag. Kriegsakt, Spalten. Flammendongleur. Wir wählen es gerade jetzt. Rüstung schmieden, Schildblock. Schwungvoller Hieb, Affen mit Waffe. Gedankenkontrolleur. Großfeldjäger. Seher, wütender Berserker. Passt, passt. Ja, wobei der Yeti sehe ich als Weakling an. Zauberbrecher ist das gleiche. Scharmützel, Kodo. Ja, Kodo kann raus. Man sieht halt, dass nicht so die teuren Karten drin. Und der Nordmerkrag ist etwas. Im Late Game ist er schwach. Und ich denke, es ist eher ein Late Game Deck. Wir machen mal ganz simpel. Was gehört noch rein? Ihr wisst es alle. Fängt mit Doktor an und ist insane. Anstatt ein Eis und Jedi nehmen wir Dr. Bumm rein. Baron Geddon auch ein wunderbarer Clear. Sonnenläuferin würde ich lassen wahrscheinlich. Was nehmen wir jetzt raus? Den Kodo? Zauberbrecher? Nehmen wir den Kodo raus für Baron Geddon. Und eigentlich noch ein Alexstrasza gehört rein. Oder auch nicht. Obsidian Zerstörer finde ich gar nicht so schlecht. Gleiche gilt für die Sonnenläuferin. Kann man lassen als Spott. Ich hätte zwar gern Schlickspucker. Schlickspucker anstatt dem? Nee. Funktioniert eigentlich ganz gut. Sehr. Oh. Ich weiß, was fehlt. Warum nimmt die Waffe nicht rein? Meine Güte. Nein, wir suchen keine legendäre. Wir suchen eine Waffe. Und zwar bis des Todes. Ist schon wieder nicht drin. So, drei Karten ausgetauscht. Deck ein wenig verbessert. Vor allem, dass sie Dr. Bumm, dass sie einen Großfeld hier reingepackt haben, ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja, ich kann nur drei Karten austauschen. Ich würde mehr am liebsten austauschen. Aber ich spiele jetzt einen Reno-Jackson-Krieger vom Spiel vorgesehen. Auf Rang 17. Da wird schon ein bisschen schwerer. Gut, nicht viel schwerer. Vor allem nicht um die Uhrzeit. Ihr seht selbst. Es ist 4.41 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Aber mir kam gerade die Idee, dass das doch vielleicht eine amüsante Serie wäre. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dort mal einen Kommentar da lasst, ob es euch gefallen hat, ob ich vielleicht einen Spielfehler gemacht habe. Auf alle Fälle auch mal dem Video einen Daumen hoch geben. Das hilft mir wirklich auch, dass die Videos sich verbreiten und ich ein paar mehr Zuschauer kriege. Und ich denke, Hearthstone wird jetzt auch etwas häufiger mir erscheinen, weil er doch relativ gute Resonanz bisher war von den Views auf den Videos. Zwar noch nicht so oft mit einem Daumen hoch, aber das gewöhne ich euch noch an. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat. Und dann schauen wir mal weiter. Wir spielen gegen einen Druiden. Die Startend ist nicht gut. Wir brauchen unbedingt die Folge Kriegsart oder irgendein anderes Early Game. Ich habe Early Game gesagt, da haben wir unser ganzes Late Game, Mid Game, wie auch immer. Ja, es könnte jetzt wirklich schwer werden mit der Starthand. Aber vielleicht ziehen wir noch etwas besseres Gedankenkontrolle. Auf alle Fälle ein guter Pickup. Gibt uns einen Turn 3 und einen Turn 4, auch wenn er etwas schwach ist. Aber Elise, ja. Ist gar nicht mal so verkehrt. Ich finde es so lustig, dass in jedem Reno-Deck der reinkommt. Die Bending Wurzeln, ja. Vielleicht wird der Gedankenkontrolle was treffen.
Plus wir haben unser Scharmützel, also wir können es ja wirklich entspannt angehen. Und je nachdem, was er jetzt spielt, wenn er nur eine Heldenfähigkeit hat, spielen wir Gedankenkontrolleur. Ansonsten warten wir damit wahrscheinlich. Er spielt jetzt nochmal lebendige Worte, dann klauen wir uns ein 1-1. Yay! Go, go, lebendige Wald. Ne, Wort sind doch. Ja. Dies ist etwas schlecht. Er wird wahrscheinlich Schredder haben, deswegen ich überlege jetzt doch Gedankenkontrolleur. Wir haben ja Scharmützel, wenn er das Board zu voll hauen sollte. Weil Schredder ist so eine Sache. Oh, wobei, Rüstungsschmiedin ist erstmal gegen das Board effektiver. Aber nicht gegen den Schredder. Zu sehen. Ja, vielleicht ein kleiner Spielfehler. Wildwuchs Nummer 2. Okay. Das heißt, nächste Runde kommt ein Six-Drop. Was könnte sein? Oh, es kommt noch ein Fall-Drop. Okay. Donnerschredder? Nein, jetzt kommt der Druide, der Clown, würde ich behaupten. Azurblauer Drache, okay. Ich bin fast schon überlegt, eine 1-1 zu lassen. Ich glaube, das wäre zu auffällig für meinen Plan. Das werden wir mal sein lassen. Wir holen uns hier die eine Rüstung und spielen Elise. So gesehen, mal gucken, ob er jetzt auch mit dem Merino Warrior rechnet. Momentan, wir haben noch keine Waffe gespielt. Das macht es alle für ihn sehr wahrscheinlich, dass wir Reno Krieger sind. Oder an seiner Position. Mal schauen, vielleicht macht er hier ein paar Greedy Trades oder einen Prangenhieb hier drauf und dann Heldenfähigkeit dort rein. Das wäre ein ganz guter Spielzug. Allerdings, wir haben kein Turn 5 Play. Scharmützel will es nicht wirklich, ja, gegen zwei Kreaturen spielen. Da sollte schon ein bisschen mehr drin sein. Okay, er tötet die Rüstung schmieden, das heißt, die 1-1 wird sehr wahrscheinlich leben bleiben. Was den Gedankenkontrolleur möglich macht. Aber nicht dagegen, das reicht nicht aus. Verdammt. Wir können keine Zauber spielen, wollen wir auch gar nicht. Wir spielen nur Armor ab und passen. Ich denke mal, der Gedankenkontrolleur müsste treffen. Vielleicht spielt er jetzt Dr. Bumm mit der 1-1. Wir klauen Dr. Bumm mit dem Gedankenkontrolleur und gewinnen das Spiel dadurch. Ansonsten hätten wir auch immer noch unser Scharmützel. Aber er nimmt nicht die 1-1, okay. Okay, das wollen wir nicht klauen. Noch eine Kreatur? Nein? Keine? Scarbius. Okay, Scarbius. Von der Zeit an, dass Reno funktionieren wird, das ist interessant. Phoenix Defender. Yep. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Das muss auch eine Neuerung sein. Und sie haben die Sounds, zum Beispiel in der Arena, wenn man Siege macht oder Karten pickt, total verändert. Das ist mir aufgefallen zuletzt. Aber dass jetzt hier Reno Jackson anzeigen, ob der aktiv wäre, das kann echt cool sein, gerade wenn man mehr Karten im Deck hat. Müssen wir ausprobieren, ob dann die dann nicht gelb leuchtet. Urtum der Lehren, okay. Bis wahrscheinlich hier den Trade. Sind wir tot gegen die Combo? Sehr wahrscheinlich, ja. Sollten wir deswegen Reno spielen? Nein. Bin ich ganz klar der Meinung. Würde uns zwar schützen, aber effektiv keine Siegchance aufbauen. Und sein Dr. Bumm ist ein Win-Dings, womit man gewinnen kann. Außerdem, wir sehen, ob wir gewinnen können. Wenn er jetzt für 10 ins Gesicht geht und uns nicht töten kann diese Runde, wie gesagt, er bräuchte hier nur Force of Nature Savage Raw, wie auch immer die auf Deutsch heißen. Azurblauer Drache, das ist gut für uns. Prankenhieb, okay. Plus ein Trade. Tschüss, Drachi. Komm, trade mit einer Kreatur. Oder hau mich ins Gesicht, dann spielen wir einen Reno raus. Auf alle Fälle haben wir hier eine gute Chance. Wir werden eine Kreatur traden und Reno spielen. Plus Armor ab. Dann sind wir wieder bei 32. Sonnenläufern. Denken wir, mit der Karte würde er auch nicht rechnen. So. Aber es ist gut zu wissen, er hat die Combo eh noch nicht auf der Hand. So sind wir noch relativ sicher. Ich hoffe, jetzt hat er sie doch sogar mit Inner Welt Savage Raw. Dann hat er aber den Kill letzte Runde verpasst. Nope. Noch ein 5-Drop? Nee, Schredder.
Können wir zum Glück zum Schweigen bringen. Leider ist es immer noch kein Gedankenkontrolleur, Turn. Wir hauen mal den Silence hier drauf. Armor ab. Und equippen die Waffe. Wird entweder ein Gedankenkontrolleur oder ein Scharmützelzug. Wäre langsam mal gut für uns. Problem ist, wir werden nicht genügend Rüstung kriegen für einen Schildschlag in der Hand. Das ist eine relativ tote Karte, leider Gottes. Noch ein Druide. Wieder in der Sportform. Komm, noch eine Kreatur. Noch eine Kreatur. Du willst es doch auch. Ansonsten... Ja, nein, die will ich nicht. Aber mir wird wohl nichts übrig bleiben. Könnt ihr auch das Scharmützel spielen? Ich denke, Gedankenkontrolle ist gar nicht mal so verkehrt auf das Board. In der Hoffnung, dass wir nicht die 2-3 klauen. Alles andere wäre wunderbar. Gerade die 4-6 wäre ein tolles Ziel. Schauen wir mal. Die 4-6. Wundervoll. Dann können wir hier nämlich das einmal so machen. Einmal so und einmal so. Board ist geklärt. Armor ab. Und jetzt muss erst unser Gegner gucken, dass er damit zurechtkommt. Und wir können endlich anfangen, Armor zu stacken. Ach, wäre das schön, wenn wir hier gewinnen. Sieht momentan wirklich sehr, sehr gut aus. Pranghieb ist immer noch ein Problem. Hatte ich hin. Oh, er hat hier nichts. Okay. Wir drawen mal. Hätten wir den Kill gehabt? Moment. Ich glaube, wir hätten den Kill gehabt. Ich muss gerade mal gucken. Greifen ja eh mit allem ins Gesicht an. 3 plus... Nein, 13. Ich bin noch eine Sonnenläuferin. Wir hätten mit den Schildschlag verwenden kommen, um Grommash zu aktivieren. Sieht hier wirklich gut aus für uns. Aber ja, ich denke mal, die Sonnenläuferin, da wären Schlickspucker besser. Silence drauf. Er hat also definitiv Kombo-Karten in der Hand. Ich glaube, der hat einmal den Kill verpasst. Hüpp, das war's. Er ist tot. Wundervoll. 3-0. Alter, Kriegerdeck. Oh. Haben wir eigentlich auch so den Kill-Moment? Ja, hätten wir. Wundervoll. Das heißt, wir gucken mal. Kriegen wir vielleicht noch eine schöne BM-Karte? Leider hat er keinen Spot. Aber ja. 3-0, also ich kann euch erstmal sagen, die Decks, da steckt echt Überlegung drin. Geht aber einfach selbst drüber, welche Karte ihr austauschen wollt. Ich meine, wir haben hier sogar eine Siegesträhne hingelegt mit den Decks. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, einmal zum Spaß sie ausprobieren. In der nächsten Folge werden wir uns auf alle Fälle die Schamanen-Decks angucken. Das ist dann der klassische Schaman, Totemball und die Murlocs sind los. Bei Murlocs habe ich die meiste Angst vor, aber es kann lustig werden, so gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Kelnix. Ciao.